Anfang der Woche. Ich bin mit meiner Kamera in den französischen Alpen. Noch kämpfen sich Amateure den Berg Galibier hoch. In wenigen Stunden werden die Profis hier hochjagen. Am Straßenrand warten schon die Fans. Oh, bonjour. Bonjour. Diese Etappe gilt als eine der härtesten im dreiwöchigen Rennen durch Frankreich. Wo kommt ihr her? Aus Köln. Aus Köln. Mit dem Rad? Nein, nicht ganz. Wir wurden bis das Saint-Michel gefahren mit dem Auto. Und wollt heute die Etappe so fahren? Wir wollen jetzt gerne am Galibier hoch, ja. Vorher? Ja, ja. Ohne oder mit Doping? Mit Zuckerdoping. Doping war schon zu Beginn der Tour, 10 Tage vor dieser Etappe, ein Riesenthema, nachdem deutsche Radprofis die Einnahme unerlaubter Aufputschmittel zugegeben hatten. Ich frage mich, was sind das für Fans, die trotzdem mit dem Wohnmobil nach Frankreich kommen und neben der Strecke campen? Warum auch bei dieser Tour? Ja, der Linus mit dem Ausschreiben und die Linus, ja. Weil ich den Radsport sehen will. Ich will den Radsport sehen und nicht die edle Diskussion über das Doping wollen. Faszination Radsport. Und Ihnen ist dann egal, ob die was eingeworfen haben oder nicht? Nein, das ist mir nicht egal. Nein, egal ist mir es nicht. Aber es darf nicht nur im Vordergrund stehen. Noch weiß dieser Fan nicht, dass Patrick Sinkewitz, ein Fahrer des T-Mobile-Teams, positiv auf Testosteron getestet wurde. Diese Meldung kommt erst einen Tag später. Noch hoffen die meisten, dass es diesmal keinen Dopingfall geben wird. Aber einige glauben schon jetzt nicht daran. Ich denke, sowas zu leisten, Tag nach Tag nach Tag, die können es ohne Doping nicht machen. Andrea Streibel ist schon zum 5. Mal bei der Tour. Kommt wieder ein Auto. Achtung! Ihr Mann malt die Namen der deutschen Radstars auf die Straße. Vielleicht sehen es die Fahrer ja, wenn sie nachher hier hochkommen. Also welcher Name wird das jetzt nochmal? Jetzt gibt's Linus. Linus Gerdemann. Linus Wiete Gerdemann. Linus Gerdemann. Ist das die neue Hoffnung von T-Mobile? Das ist von T-Mobile, ja. Ein ganz junger und auch super stark. Wie ist das wohl, so ein richtiger Radsportfan zu sein? Ich will's auch mal ausprobieren und tausche die Kamera gegen den Pinsel. Andreas Streibel filmt mich dabei. Und wie glaubst du denn, wie fühlen Sie sich? Als Straßenmaler? Pflaster. Ja, ist noch kein Meister vom Himmel gefallen. Am Ende stehen 5 Namen auf der Straße, darunter auch Erik Zabel, der vor kurzem ebenfalls gestanden hat, Mitte der 90er gedopt zu haben. Das sind alles Fahrer, die für einen sauberen Sport stehen. Nehmen wir doch mal an. Gehe ich einfach mal davon aus und ja, alles andere interessiert mich, glaube ich, momentan auch nicht so, wie mit dem Doping ist. Also von dem her gehe ich mal aus, dass sie alle sauber sind. Das Thema macht Sie eher aggressiv, das Thema Doping, ja, oder misslaunig? Nee, ich meine, natürlich war das mal schon mal interessant am Anfang, aber jetzt irgendwann muss man dann mal sagen, irgendwann ist abgeschlossen und hoffe einfach irgendwie, dass es jetzt einfach wieder mal sauber weitergeht. Sagen wir mal so. Hoffen wir es mal. Und drücke mal die Daumen dafür. Nur noch 1 Stunde bis zum Rennen. Da kommt plötzlich, wie aus heiterem Himmel, überraschender Besuch. Die Eltern von Erik Zabel, sie wollen ihren Sohn bei dieser Etappe anfeuern und auch mal hören, was die Fans von seinem Dopinggeständnis halten. Wollt ihr was trinken? Für die Streibels eine große Ehre. Kaffee oder was? Also ich muss ehrlich sagen, ich habe so langsam die Nase voll von diesem ganzen Doping-Dreck. Weil was mich jetzt wahnsinnig stört, ist, dass ich wirklich nur über die Radfahrer herfalle und nicht über die andere Sportarten. Ne? Ich glaube, es gibt Biathlon, es gibt Tennis, es gibt Fußball. Nur da wird es nirgends behandelt. Warum nur im Radsport? Wieso nur? Weil der Radsport wahrscheinlich keine so Lobby hat. Wie jetzt Fußballverein, wie Real Madrid oder was weiß ich was irgendwo. Und das finde ich einfach, und irgendwo muss ich mal sagen, jetzt ist mal einfach mal Schluss sein. Und ich finde das immer noch so unverschämt hat von den Reportern, wenn du jetzt wieder anmachst und schaust ARD oder ZDF an, sie müssen immer wieder provozierend anfangen von dem Doping. Sie können doch jetzt auch mal die Schnauze halten. Endlich ist es soweit. Die ersten Profifahrer kommen. Ja, komm, hopp, alle, 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 alle. Andreas Streibel weiß, der Berg hat hier eine Steigung von 10%.
Ganze dauert nicht länger als 5 Minuten. Dann ist das Fahrerfeld vorbei. Noch wird dieses Rennen übrigens von den beiden großen deutschen öffentlich-rechtlichen Sendern ARD und ZDF live übertragen. Im Wohnmobil gucken sich die Fans den Ausgang der Etappe an, zusammen mit mir. Aber ich will gleich weiter mit der Tour nach Südfrankreich. Das weiße Trikot. Ja. Herzlichen Dank. Wunderbar. 2 Tage später. Der neue Dopingfall Patrick Sinkewitz vom Team T-Mobile macht Schlagzeilen. Jetzt bin ich auf der Suche nach einem echten T-Mobile-Fan. Und ich finde ihn 60 Kilometer östlich von Montpellier. Bruno Batton glaubt nicht an Doping. Das sollte man erstmal abwarten, was da die zweite Probe bringt oder was da rauskommt, was wirklich gewesen ist. Denn von den Jungen, die wissen noch, um was es geht, die wissen noch, was rauskommt. Deshalb meine ich, da soll man erstmal tatsächlich abwarten, wie heißt diese Sache, solange keine Schuld bewiesen ist, ist man unschuldig. ARD und ZDF haben daraufhin beschlossen, aus dem Programm auszusteigen. Ja gut, das hatten sie auch vorher schon angekündigt. Nur auch da. Was genau, dass sie mal aussteigen? Oder? Dass sie beim nächsten Dopingfall aussteigen wollten. Das hatten sie ja damals vor der Tour schon angekündigt. Nur ich finde es in dem Moment schlecht, dass eben die Fans und die anderen Fahrer damit praktisch bestraft werden. Und das ist meines Erachtens nicht richtig. Ein paar Kilometer weiter warten die Leinens aus Bitburg auf den Beginn der Etappe. Beeinträchtigt das Zuschauererlebnis für Sie hier am Straßenrand, wenn Sie wissen, die Leute sind gedopt? Nö, eigentlich nicht. Wir haben ja unseren Spaß. Wir sehen die, ne? Ist nur schade, dass sie es machen. Ja, so will man mal sagen. Haben Sie von dem Fall bei Team Telekom gehört, von dem Sinkewitz? Ja, haben wir ja gestern im Fernsehen gesehen. Und dass sie, ich sag schon, wieso übertragen die jetzt das nicht, ne? Ehe man das mal wusste. Und dann hieß es ja eben durch den Dopingfall Sinkewitz. Aber das kann man ja echt gar nicht verstehen. Der wusste doch, wie hoch die Strafe ist. Und machen trotzdem. Dem Fahrer droht eine lange Sperre. Aber die Tour, sie geht weiter. Auch für die Familie Van den Walle, die extra aus Brügge gekommen ist. Ich komme aus Belgien und auch wir kümmern uns um das Problem Doping. Auch im belgischen Fernsehen wird das oft angesprochen. Und die Kommentatoren hoffen ebenfalls, dass es eine saubere Tour ist. Wir wissen es natürlich nicht. Aber ich glaube nicht, dass sie die Live-Übertragung einstellen würden, nur weil mit einem belgischen Fahrer etwas nicht stimmt. Dann rollt auch hier die Karawane an. Die Tour de France ist das größte Radsportereignis der Welt, trotz aller Skandale. Auf meiner Reise durch Frankreich habe ich viele Fans getroffen und für die meisten ist die Tour vor allem eine große Party. Eine Woche noch, dann geht das Rennen und die Party in Paris zu Ende.